Ja. Hallo. Kamera nicht runterstürzen. Okay, ich glaube, so geht's. Ja. Hallo, meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vor Ewigkeiten, ich glaube vor 6 Jahren oder so, habe ich das letzte Wanderpaket gemacht. Bei Instagram hat mich die liebe Andrea gefragt, ob ich vielleicht bei ihrem Wanderpaket mitmachen möchte. Ich habe mir gerade fast einen Bruch gehoben. Es ist fast 12 Kilo schwer. Und sie hat hier einen Brief für uns alle reingelegt. Hier steht, hallo Ladies, it's me, euer Wanderpaket. Ich mache mich auf die Reise zu euch. Also ich lese das nachher durch. Hier sind die Adressen drin. Ja, das lese ich nachher. Schauen wir mal. Also ich hoffe, dass es nicht Ewigkeiten dauert. Ja, mein Freund kommt gleich und wir sind dann noch danach verabredet. Naja, ich möchte aber unbedingt gucken, ob mir irgendwas gefällt. Weil, wenn ihr Wanderpakete nicht kennt, ich verlinke euch mal ein Video, wo ich das relativ gut erkläre, denke ich. Es geht halt darum, dass man sich schnell erklärt, die Andrea hat ein Paket zusammengepackt, wir können uns die Sachen da rausholen, die uns gefallen, tun aber den gleichen Wert da wieder rein. Und die Sachen müssen halt, dürfen nicht kaputt sein und so weiter. Ja, hier ist ein ganzes Beutelchen mit Proben drin. Ich bin ja überhaupt kein Probenkind, ne, und lasse die Proben dann für alle anderen übrig, weil ich bin froh, wenn ich meine Proben leer habe. So, dann haben wir hier von Thomas Sabo so eine Kiste und ich denke mal, dass da irgendwas drin. Ach so, doch, das Krasse ist echt tatsächlich dieses Parfüm drin. Hier steht, hallo Ladies, wenn jemand von euch Interesse an dem Duft hat, schreibt mich an und macht mir einen Vorschlag. Der Duft ist dann für die anderen tabu. Thomas Sabo. Okay, also ich möchte es jetzt natürlich nicht sprühen, aber ich glaube, das war so ein schokoladiger Duft, glaube ich. Aber ich kann das jetzt leider nicht riechen und ich finde das, ich fände es jetzt eine Frechheit zu sprühen. Ja, keine Ahnung. Also, ich tue den Zettel wieder da rein und schicke es weiter. So. Ich finde diese Sachen aber, das ist eine super Idee. Ah, hier sind die so Yankee Candle Tarts und so weiter. Da hat sie nämlich gesagt, sie tut auch sowas da rein. Und da bin ich jetzt natürlich neugierig. Da haben wir Mango Peach Salsa. Garden Sweet Pea. Das werde ich mir definitiv rausnehmen. Der Duft geht nämlich aus dem Sortiment und gibt dann nicht mehr. Aloe Water habe ich selber noch genug. Angel Wings. Habe ich, glaube ich, selber, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Der ist schon, der ist schön, der Duft. Ich glaube, den werde ich mir auch rausholen. Also dann tue ich natürlich 2 Yankee Candle Tarts in dem Sinne jetzt dann auch da rein. So, Vanilla Cupcake, Lemon Lavender, Midnight Jasmin, Pink Sands als Motiv. Ich versuche das so ein bisschen schnell zu machen, weil sonst dauert das ewig tatsächlich. Oat Oasis mag ich leider nicht, den Duft, sonst hätte ich mir beide gekrallt. Das sind nämlich 2. Und dann haben wir noch 2-mal Shea Butter und nochmal Lemon Lavender. Also die 2 werde ich mir definitiv rausholen. Und der Rest ist dann für die anderen Mädels. Dann geht's weiter. Hier ist nochmal so ein Beutelchen. Was ist denn da drin? Achso, da ist Schmuck und sowas drin. Ich bin ja, wie man sieht, ich trage nie Schmuck. Deswegen werde ich das auch so lassen, wie es ist. Mache ich so ein Knöchelchen rein. So, weiter geht's. Oh mein Gott. Achso, hier sind Haarfärbungen. Brauche ich ja sowas gar nicht, wie ihr wisst. Also Fußcreme von Sebamed. Ich habe so viel Fußcreme noch. Werde ich auch nicht rausnehmen. Hier ist so ein Beutel. Und ich denke mal, da sind so Badezimmerartikel drin. Da schauen wir doch mal. Smooth Touch Body Lotion von BB. Da sind 2 Stück von diesen drin. 2 Stück von Vaseline Spray and Go Body Moisturizer. Okay. Ich weiß gar nicht, sind die benutzt? Dann könnte ich ja mal probieren. Keine Ahnung, auf welche. Aloe Vera. Vielleicht. Mal gucken. Ich tue mal 1 davon raus. Vielleicht nehme ich davon 1. Oh, ja. Die sind sehr schön, aber ich habe davon eine andere gehabt zuletzt. Ja, erstmal nicht gewartet. Garnier. Das ist so ein Selbstbräuner. Und dieses Sun, das ist auch, das hatte ich auch mal. Das ist so ein Tonic, so ein Selbstbräunungstonic. Ach, und hier ist nochmal diese Baby Body Lotion drin. Ich tue jetzt wieder alles mal da rein. Weiter geht's. Und dann haben wir hier, ach, was ist das denn auch von Scholl? Fußpflegebalsam. So, und dann haben wir hier so 1, 2, 3, 4, 5, ich glaube 6 Glossyboxen drin. Oh mein Gott, das ist ein Mega-Paket gewesen. Und hier sind lauter Masken, glaube ich. Guck mal. Alles Masken und Badezusätze sind das, glaube ich.
Ja, ich bin ja null Badenixe, wie ihr wisst. Und dann schaue ich einfach mal durch und das sind halt auf jeden Fall auch, wie nennt man das, Masken sind da auch bei. Ich zeige euch jetzt nicht alle, ich gehe die jetzt einfach nur durch. Schlammmaske, Totes Meer von Salthaus. Badezusatz, was ist das denn? Detox-Maske, sowas finde ich eigentlich auch interessant. Badesachen sind nicht so ganz meins, aber das macht ja nicht. Ach, hier steht auch drauf, Badesalz und Masken stand da drauf. So, weiter geht's. Dann haben wir hier Pflege, steht hier. Was haben wir denn hier Schönes? Oh. Achso, das sind so Nail-Art-Stickers. So, gucken wir mal weiter. Tiefenreiniges Creme-Peeling. Für was für eine Haut ist das denn? Das sieht so nämlich aus. Spendet intensive Feuchtigkeit. Meins. Handcreme, Liebestraum, die hatte ich auch schon mal. Aber Balea finde ich nicht so ganz so reichhaltig. Deswegen werde ich das wieder wegtun. Dann haben wir hier so ein paar Cremes. Love Me Green, was ist das? Face Cream, das ist halt so eine kleine Probe. Wofür ist das? Steht jetzt nicht drauf für was, aber ich denke mal, das werde ich mir rausnehmen. Das ist eine Handcreme, so eine kleine. Das ist auch so eine Sienne-Handcreme. Die sind eigentlich ganz schön. Die kenne ich nämlich. Lip Lift Peeling. Okay, kenne ich nicht. So, weiter geht's. Handkonzentrat von Isana. Aber ich habe ganz viele Handcremes. Ganz viele. Deswegen sind die klein, obwohl die klein sind, werde ich es mir nicht nehmen. Schöne Hautöl. Ich glaube, das werde ich mir rausnehmen. So, was haben wir hier noch? Oh, das ist auch ein schöner Hautöl. Das werde ich mir auch rausnehmen. Ich habe nämlich auch den anderen versprochen. Was heißt versprochen? Ich habe zu denen gesagt, dass ich mir definitiv etwas raussuchen werde. Ich hoffe, dass es unter 10 Kilo wird. Weil der Versand war richtig, richtig teuer in dem Falle hier. Deswegen muss ich da irgendwie gucken, dass ich etwas so 2 Kilo weniger mache. Ich hoffe. So, dann haben wir hier Nägel. Hallo Ladies, da ich aus beruflichen Gründen leider nicht mehr dazu komme, Nagellack zu tragen, bitte ich euch, mir keinen neuen Nagellack einzupacken. Packt mir einfach nette Kleinigkeiten ein oder fragt einfach. Die Sachen sind dann natürlich für die anderen tabu. Okay, natürlich. Hier sind übrigens so Nagelräder. Finde ich eigentlich ganz cool. So Buffer und so Zehenspreizer. Dann so Nagelglitter. Aber ich gucke jetzt einfach mal, was hier so drin ist. So ein kleiner Nagellack. Ich zeige euch jetzt nicht alles. Ich gucke da eben mal eben so rein. Und vielleicht ist ja was für mich dabei. Aber Nagellack habe ich ja selber tierisch viele. Ihr seid einfach nur live dabei, während ich mir die Sachen hier angucke. So im Schnelldurchlauf zumindest. Das hier sieht aus wie Art Deko. Ah, du magst lila. Kann das sein? Andrea. Weil das sind so ganz viele Art Deko-Nagellacke. Art Deko-Nagellacke sind übrigens echt schön. Habe ich letztens... oh mein Gott. Er ist heile. Komm her. Habe ich letztens nämlich auch mal einen getestet in Rot. Habe ich aber wieder ablackiert, weil jetzt habe ich so helle Nägelchen. Aber ich denke, Nagellack werde ich auch keinen nehmen. Weil ich, wie gesagt, ich habe überhaupt gar keinen Platz. Aber ich möchte es trotzdem mal anschauen. Also es sind wirklich sehr schöne Farben. Das sind alles so, ich sag mal, so nudige Töne, die ich gerne trage. Aber ich habe wirklich einfach zu viel. Hier sind wieder Art Deko Nagellacke. Wow. So alles, boah, du, ich stehe so auf Art Deko. Ich finde die Marke generell auch super. Nur ich glaube, ich weiß nicht, was kostet ein Nagellack davon? 6 Euro oder so? Ich glaube, da wäre ich zu geizig für. Also, aber für einen Essie-Nagellack 8 Euro, ne? Naja. Was haben wir hier noch Schönes? Ah, ja, hier kommen zwei, also ein Essie, zwei Essie. 3 Essie. Mal gucken, was für Farben sind das denn. Das ist einmal Accrued Interest. Okay. Dann Research Fling. Den habe ich. Und der ist eigentlich ganz schön. Back in the Limo. Ach, den habe ich auch. Okay, die habe ich. Schade. Die habe ich alle. Okay. Schade. So, dann packen wir das wieder ein. So, ich hoffe, dass ich das hier wieder so eingepackt kriege, wie das war. Und drauf da. Oh. So, jetzt kommt Augenkategorie. Sehr schöne Boxen. Also hier ist einmal eine Sleek Palette, die Oh So Special. Die hatte ich mal.
Ja, sehr wenig benutzt. Die hatte ich mal, aber die ist mir leider zu rosé. Aber ich glaube, die findet bestimmt einen Abnehmer hier. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Sleek-Paletten sind, finde ich, einfach immer, 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 immer gehen. So, 11. Custom Compact, okay. Oh, der sieht aber schön aus. Ich glaube, das werde ich mir nehmen. Achso, könnt ihr gucken, ne? Hier, das sind so ein Quatsch. Von 11 Cosmetics, wie gesagt. So, W7, In the City. In the City. Oh, die ist komplett neu. Ah, vielleicht mal geswatcht oder so. Aber eine schöne Palette. Aber nimmt mir zu viel Platz weg. Aber jetzt nochmal so eine W7, In the Mood. Ach, das sollen bestimmt die Naked 1 und 2 sein, die Basics. Ah. Aber vielleicht könnte ich mir eine davon nehmen, um so ein Vergleichsvideo zu machen, vielleicht. Ich gucke mir das gleich mal an. Ich lege mir die erstmal zur Seite. So, Boulevard Charming Nudes, das ist auch eine kleine Palette. Habe ich auch mal gehabt, die Moi Make-up Academy oder so heißt es, glaube ich. Dann noch die Revolution, die habe ich letztens auch in einem Trash-Päckchen abgegeben. Und die habe ich auch schon mal abgegeben. Aber die ist richtig cool, die Palette. Oh, die ist noch zu. Okay. Ja, hat richtig süße Farben da drin, wie man sieht. So, Catrice Quadro Eyeshadow. Die ist schon geswatcht, deswegen gehe ich da rein. Also, man muss ja auch mal ein bisschen rumtesten. Aber die ist mir tatsächlich zu gräulich. Aber schon schön. So, Starlight Espresso von Catrice und My Name is Pearl. Okay, den muss ich mal swatchen. Viel sehe ich jetzt nicht. Aber ja, das, was man sieht, ist schön. Schaut mal, da unten irgendwo, man sieht gar nichts. Gar nichts sieht man. Okay, den tue ich dann erstmal weg. Dann haben wir, oh, der ist offen gewesen. Der von Maybelline Color Tattoo in der Farbe. On and On Bronze habe ich selber noch. Catrice auch in Creme-Lidschatten, werde ich aussortieren. The Velvets. Diese Lidschatten finde ich sehr süß. Habe ich auch ein paar von Essence ist der. Der war auch schon geswatcht, deswegen gehe ich da rein. Oh, das ist eine schöne Farbe, den werde ich mir nehmen. Ja, Mono-Lidschatten und ich. Eigentlich nicht, aber immer wieder kommt es dran. P2 Snowkissed LE. Schöne Palette, aber sind nicht so ganz meine Farben. Und dann P2 Shades of Nudes. Das sind so zwei Solvat hier. Aber werde ich auch weitergeben. Gold and Crown LE von P2. Das sind so zwei Monolidschatten. Die nehme ich auch nicht. Ich muss mal schauen. Vielleicht mache ich da mit diesen zwei Naked Paletten, mache ich dann vielleicht so ein Video, so ein Vergleichsvideo und verlos dann die gebrauchten von W7 vielleicht. Ne? Sowas habe ich schon mal gemacht. Kam eigentlich ganz gut an. Ich weiß jetzt nicht, wie war das nochmal gepackt hier. Das kommt da unten. So, machen wir mit den Lippen weiter. So, hier ist nochmal so ein Cognac-Schwamm. Den finde ich klasse. Den werde ich mir rausholen. Ein Fußgel. Trend It Up Strobing Blush. Oh mein Gott, das sind aber krasse viele. Okay. Dann haben wir hier so von Ebelin so kleine Beauty Blender. Ich denke mal für die Augenpartie. Den Pore Minimizer, Quatsch, Professional von Benefit, den hatte ich auch mal. Habe ich immer noch so. Die verlose ich jetzt über die Adventszeit. Den habe ich quasi selber. Die hier ist von Estee Lauder, ein Lippenstift. Ist aber so ein Pearl Shine. Sowas mag ich ja überhaupt nicht für mich. Sehe ich mal ganz schrecklich mit aus. P2 Lippenstift. Boah, der ist komplett neu. Komplett neu allerdings, ne? Die Farbe Tell Me a Tale. Aber ja, mit Lippenstiften kann ich euch gut werfen. Nicht. Benefit Ola Lift. Das ist ein kleiner Highlighter, glaube ich. Aber nicht meine Farbe. Jumbo Lip Pencil in Armand. Übrigens neu. Catrice Eyebrow Lifter. Okay, sowas habe ich auch ganz viel. Von NYX den Jumbo Eye Pencil in Milk. Super Ding habe ich selber. Jumbo Eye Pencil in der Farbe Kaschmir. Die sieht aber interessant aus. Ist der offen? Ist der offen? Naja, ansonsten nehme ich den. P2 Lip Liner. Trend It Up Lip Liner. Was haben wir hier noch? P2 Maxi Lipstick. Okay.
Der ist nicht schlecht, aber wie gesagt, ne? Cinderella Blush. Tue ich aber auch wieder hier rein. Rival de Loop Lip Liner. P2 Open Your Eyes. P2 Black Easy Liner. Ich lege mal eben hier hin, mal gucken, wie schnell der trocknet. Die habe ich auch, die Lippenstifte. Von Rival de Loop aus der Nights to Remember LE. Super Slim Lip Stylo. Okay, nicht so ganz meine Farbe. Yves Rocher Mascara. Ich habe so viele Mascaren, aber ich habe alles genug. Ne? So ist das nicht. Sisley. Was ist das denn Schönes hier? Ach, eine Mascara. Nee, aber nee, nehme ich nicht. Delicious. Irgendwas für die Lippen. Lillipops. Keine Ahnung. Manhattan, diese Lippenstifte sind voll cool. Die habe ich, den gleichen habe ich auch. Leute, nehmt den raus. Das ist Chai Latte. Das ist so ein ganz toller, schierer Lippenstift. Komplett neu. Der ist mega. Kann ich euch nur empfehlen. Ja, Jumbo Eye Pencil in Slate, den habe ich schon. Einen Lippenstift in so einer Farbe. Damit werde ich ganz toll aussehen. Deswegen tue ich den weg. So eine Lippenstiftfarbe, das ist auch, ich denke, für viele was. Nur nicht für Rothaarige. Von Essence, diese tollen, diese Lippenstifte, die es nicht mehr gibt. P2 Soft Nude Lipstick, okay. Der wird für mich zu leberwurstfarben sein, aber ich finde die Verpackung schick. Schade drum. Manna, was ist das denn? Lash Primer, okay. Und Bombshell, okay, ein Eyeliner. Also ich denke mal, den P2 werde ich nehmen, weil der ist trocken. Ich bin ja immer auf der Suche nach coolen Eyelinern. Und was haben wir hier denn Schönes drin? Ach, der ist noch komplett neu. Nee, komm, dann lassen wir das. Ohne zu testen ist das so ein bisschen blöde. Und ich will den nicht aufmachen. Achso, hier ist noch so ein Alltagstönchen für euch. Vielleicht Blondinchen oder sowas drin. Boah, ich habe das Gefühl, ich ratter hier runter und dabei bin ich schon bei 20 Minuten. Wie die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert. So, und wieder hier rein. Also ich denke, ich werde anstatt Pflege, werde ich dann irgendwas Leichtes da reinpacken, weil, damit ich vielleicht unter diese 10 Kilo komme. Und hier ist nochmal ein Pflegekarton. So, eine Wimpernzange. Nein, habe ich Angst vor. Eine Gesichtsreinigungsbürste. Dann haben wir hier nochmal so ein bisschen Glitzer. Pure Palette Glitterstaub. Keine Ahnung, wofür das sein soll. Achso, dieses, ist das hier das so Lippen, achso, Lip Butter. Okay, ist das schon mal benutzt? Kann man das mal riechen oder so? Ach, diese, die hatte ich, glaube ich, sogar schon mal. Die ist komplett neu, also sieht man zumindest. Ich hatte davon das Lip Scrub und das habe ich abgegeben, weil das extrem süß war. Dann haben wir hier Rasieröl. Habe ich mal gehabt, zweimal, glaube ich, fand ich jetzt nicht so irre. Micellentechnologie, erfrischendes Gesichtswasser. Ja, das sind dreimal. Ich glaube, das war's für mich, was ich da rausnehmen werde. Ja, das ist nämlich alles, das hatte ich schon auf Fotos gesehen. Das waren alles dieselben und das ist für mich Haut, deswegen ist das nichts für mich. Ist nicht viel, was ich mir da raushole. Ich hätte es mir ein bisschen mehr gewünscht, aber das macht nichts. Ich zeige euch jetzt gleich, was ich da rausnehmen werde. Und was ich dafür reintun werde. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich wäre dann bereit, um euch zu zeigen, was ich rausnehme und was ich stattdessen dann ins Päckchen reinlege. So, und zwar beginnen wir mit diesem hier. So, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, was die Preise sind. Also ich habe jetzt einfach so nach Gefühl geschaut, was ich da abgeben kann. Und ich hoffe, dass das so okay ist. Ja, auf jeden Fall Vaseline nehme ich raus. Relativ schwer. Und dann versuche ich dann natürlich immer zu gucken, dass ich... Ja, so ein Produkt rein tue, was vielleicht nicht ganz so schwer ist. Naja, stattdessen kommt das da rein. Dann haben wir, aber vielleicht muss ich dazu sagen, vielleicht ist das eine dann zum Beispiel das hier. Das ist wahrscheinlich nur so eine Luxusprobe gewesen. Dafür tue ich dann ein ganzes trotzdem da rein. Dann hat sich das andere vielleicht ein bisschen ausgeglichen. Das ist eine Haarbutter in so einer Metalldose. Ne, das ist dann meins. So, Cognac-Schwamm ist nämlich fast das gleiche quasi, da tue ich halt eine etwas hochwertigere Augencreme rein. So, dann haben wir hier ja die zwei Yankee Candle Tarts, die ich rausnehme. Da hole ich mir nur die Tarts, ja nee, hier muss ich, das, die Tüte riecht danach. Zwei Yankee Candle Tarts nehme ich mir
Und zwei kommen da rein. Das ist einmal Turquoise Sky und einmal Cinnamon Stick. Ja, mal ein bisschen was Weihnachtliches vielleicht für die, die es mögen. Dann nehme ich mir diesen NYX Jumbo Eye Pencil raus. Tue dafür von Alverde so einen Shimmer Primer rein. Dann von P2 nehme ich mir diesen Eyeliner. Und dafür tue ich rein von Essence einen, so einen Lidschattenstift. So. Weiter geht's. Ich nehme mir raus dieses Hautöl. Dafür tue ich rein so eine Bodylotion. Die soll ziemlich gute Inhaltsstoffe haben. Ich kenne mich damit allerdings nicht so aus. Dann nehme ich mir nochmal ein Hautöl und tue dafür rein von TK Maxx sind die gewesen. Das sind so einzelne Gesichtsmasken. Steht hier hinten drauf, wie man die anwendet. So, dann nehme ich mir, diese zwei Lidschatten hier. Ne? Einmal dieses Quad und einmal diesen Essence Lidschatten. Und gebe dafür zweimal so Mini-Paletten aus dieser Bad Good Girl, Bad Girl LE. So, dann haben wir hier, ich nehme mir dieses Rival Loop Clean and Care. Und dafür kriegt man eine Peel-Off-Maske, so eine schwarze, die ja so voll im Trend ist, glaube ich. Ne? So, und dann hatten wir diese zwei W7-Paletten. Ne? Habe ich ja gesagt, die nehme ich mir raus. Und dafür kommt einmal die Rival Loop Dream On Palette. Lege ich dann da rein. Und eine Highlighter-Palette von Rival Loop. Die kommt dann auch noch da rein. Ja, das war's. Und es geht jetzt weiter auf die Reise. Ich denke, ich werde mit Hermes verschicken in dem Falle, weil DHL kostet über 10 Kilo und ich werde mit Sicherheit über 10 Kilo, wird immer noch sein. Kostet da 17 Euro fast, hier, die Spinnen. Sehe ich nicht ein. Hermes kostet, glaube ich, um die 9 Euro für die Größe. Vielleicht kriegen wir es noch hin. Ich hoffe es. Und für alle anderen viel Spaß beim Stöbern.